Wir sind hier gerade laut in der Kommune 2010. Laut! Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du die ganze Zeit meinen Text vorsagst. Ja. Hallo? Wir sind hier in der Kommune 2010 in Offenbach, wo Michel Schlagzeug aufnehmen soll. Muss. Weil wir kein Geld zum Programmieren haben. Ja. Das haben wir nicht. Nee. Aufnahme, Birsche, Figge, Moin nochmal, letztes Mal Servettefalde und dann bin ich auch bald fertig mit dem Scheiß. Naja. Emil führt eine große Hassliebe zu uns. Emil, wie soll man das definieren? Er liebt diese Professionalität, die wir an den Tag legen. Ja, eine Band, die dafür gemacht ist, jedes Jahr eine EP aufzunehmen. Weil die Stimmung in der Band gut ist, ja, und Emil das aufsaugt. Ja. Und, aber egal. Lassen wir das. Ja, im Dying Beat. Richtig viele Blastbeats. Oh. Falls die Feier machen wir heute. Ja, erzähl mal her. Ja, aufnehmen. Schrummschreie. Ja, auf! Bevor mein Kopf wieder anfängt so weh zu tun. Ich komme so langsam ins Brr rein. Brr! Also jetzt ist Burr. Burr mit Lurch. Hallo, ich bin Didi Diamond, bin 26 Jahre alt, wohne in Darmstadt. Die Eva hat mich gerade eingesammelt. Bin jetzt hier in der Kommune in Offenbach und mir kreische gleich ein bisschen rum. Das ist für mich Hardcore. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich stürze mich einfach mal rein. Ich guck mal, was mich so erwartet. Don't fade! Don't break! Mehr so Hardcore. Warum? Aber Chef fand scheiße. Was soll ich jetzt machen? Doppelt Hardcore. Doppelt Hardcore? Alter. Ich muss mal so einen Schluck von dem Spätburgunder. Aber ein 2011er Jahrgang, der 12er schmeckt mir nicht so. Aber da gibt's auch so Huxlerreb, das ist besser. Ich bin schon 88 Jahre alt. Also auf dem einen Auge bin ich blind und ich höre nichts mehr. Aber so Spätburgunder, das schmeckt mir schon ziemlich gut. Kennst du diese Band, für die du heute mitmachst? Awake the Nudes. Ja. Ja, wir haben schon ein paar Mal mit denen gespielt. Und? Sind ganz lustig. Ist mir alles ein bisschen laut, aber man kann es auf jeden Fall anhören. Immer ein Riesenspaß mit denen eigentlich. Also, mit denen wird es nie langweilig. Da hast du immer was zu lachen. Das sind super Typen auch. Privat schon ein paar Mal mit denen was unternommen und so. Und ja, die sind halt auch voll Hardcore. Das ist halt das, was auf jeden Fall der große Vorteil ist von der Band. So. Also as hardcore as it gets, wie ich immer so schön sage. Was denn das? Ich kenne nur Freddie Mercury. Der Freddie Mercury? Das war der mit dem geile Schnorrer. Ja, aber der war nie so New York Hardcore. Aber der kam doch aus New York, oder? War der aus New York, Mann? Der Freddie Mercury, der war nie so New York Hardcore. Schuld! Aber Hardcore war der schon. Also
irgendwie, also ich denke nur an die Lederjacke mit den goldenen Duftschulden und so, das war schon, also. Also fashionmäßig kann man dem wenig vormachen. Der hätte mal hier bei Promi Shopping Queen mitmachen sollen, oder? Ich glaube auch. Scheiße, wenn der Kretschmer den heute noch hätte, leckt mich am Arsch, was der Knüppel. Freddie Mercury und Freddie Madball bei Shopping Queen, meinst du? Schwör. Also au contraire, mehr könnte es ja gar nicht sein. Ja, das ist ja Themaabend, wie bei Arte. Was, bei der Arte? Dem Fernsehsender, Arte. Ach so, ich bin manchmal so play day. Also. Was ist ein Thema? Nebel Transfermarkt irgendwie. Ei, Figge. Wo ist eigentlich mein Jackie? Hast du mir sonst immer Jackie mitgebracht? Übrigens gewonnen. War sehr gut. Wir müssen noch Star Wars spielen, gell? Nee, wir müssen noch mal Eve, eine Runde Star Wars spielen. Immer auf zu filmen und Star Wars spielen jetzt damit hier. Damit du verlierst. Hey Simon! Ja? Was denn für dich Hardcore? Deluxe. Ich spiele in der Band Wake the Mutes. Ich bin Sebastian. Ich spiele den Bass. Jens, der spielt bei uns Gitarre. Das hier ist der Yves. Der spielt eigentlich Gitarre, aber nicht bei uns, weil der muss ja filmen. Und Video ist wichtiger. Dann gibt es noch den Michel, unseren Schlagzeuger. Und Christian Schüle, der singt. Produktionsfehler, der hängt das Mikro ins Bild. Ich sag mal so, wir haben uns überlegt, was macht uns Spaß, ja? Stumpf. Wir sind ja eher einfach gestrickte Menschen. Komplexe Gedanken, irgendwelche, das ist uns fremd. Wir wollen einfach nur mal so richtig kurzweilig, rhythmuslastig sagen, hier, guck mal, da kannst du drauf schunkeln, da kann man mal mitnicken, ja? Nicht so, oh, dieser Text, der reißt mich voll mit, deprimierend, da draußen ist die Welt voll scheiße. Nein, einfach nur, ja, geiler Beat, richtig gutes Riff hier. Ich sag mal, auch damals, als ich das Ding gestartet habe, Hardcore mit Freddie Madball, da hatte ich eine Vision. Das war mehr so, wir wollen uns entfernen von der Politik im Hardcore und in der Punkrock-Szene. Das war, glaube ich, so, Freddie Madball hat irgendwie damals gesagt so, oh hier, ich habe sowas, das ist eigentlich recht cool. Dann hat er das im Lux gezeigt und der Lux hat gesagt, Freddie, du Faggot, was ist denn los? Du machst es voll falsch. Und dann hat der Lux gesagt, und dann ist Hardcore entstanden und Lux hat halt dann erstmal gesagt, Freddie, du machst es genau so, du brauchst einen dicken Taiwanesen am Bass. Den hat er schon besorgt, so, aus der Bronx. War da ungefähr gerade zufällig da. Ich sag mal so, vielleicht sollten einfach alle Leute mehr Hardcore hören und mal ihre politische Meinung, ja, mal nach draußen schreien, ja. Vor allem Freiwild. Hardcore ist ja im Grunde wie Freiwild, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil, guck mal, die da draußen, die sind schlecht. Und nur bei Freiwild und bei Hardcore ist man zusammen und brüderlich und Familie. Das ist halt einfach so. Ja? Darum ist Hardcore auch wie Freiwild ein bisschen. Und es quietscht so unglaublich gefährlich. Hardcore. Der Eve, ja? Das ist halt, der kann jetzt nicht die Gitarren aufnehmen, das müssen wir alles machen, weil der ist sehr viel beschäftigt. Meistens filmt der, also gerade jetzt zum Beispiel, er kann jetzt leider gerade nicht hier sein, der muss jetzt gerade filmen. Irgend so eine Band, so ein Studio Diary, glaube ich. Und darum machen wir halt gesagt, wir machen das mit den Gitarrenaufnahmen, sonst wird es ja nichts. Ja. Ist halt immer am aktiv sein, ja, Sachen machen, oft auch Geld schmeißend Leuten Schnaps schenken, weil er gerne betrunkene Leute sieht, kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, ja. Sagen wir mal ganz ehrlich, wer mag nicht betrunkene Menschen? Ich finde die okay. Ich bin für mehr Schweinepogo auf Konzerten. Dieses Mosch-Gedöns, da sind wir jetzt alle drüber weg. Ja? Mehr Pogo, mehr Stage-Dives, mehr gemeinsam Spaß haben. Ja? Oh. Nicht nur treten, sondern schön anrempeln, schön mit der Pulle in der Hand, Abfahrt.
Kann auch ein Karamalz sein. Hauptsache, schön zusammen. Dann gibt's den Wikinger Yves, Roderick. Der hat eine Katz. Mehr weiß ich auch nicht. Emil erträgt uns und Emil macht uns zu einer Band, die man sich anhören kann. Live ist das ja eher nix. Und deshalb müssen wir ins Studio gehen. Das ist das Einzige, was uns bleibt. Du hast ja jetzt Schüles Texte gehört. Was würdest du sagen? Was ist so die Hauptaussage von unseren Texten? Ich verstehe nichts. Der schreit so viel und ich höre manchmal Hope und Get What You Deserve raus. Das sind halt die Hardcore-Floskeln, die immer drin sein müssen. Das ist uns wichtig. Ohne Eve wäre der Lego-Bestandteil in der Band echt verdammt gering. Nicht, dass wir Lego abneigen würden. Also ich meine, wir müssen uns klar davon distanzieren. Also Lego wird bei uns, tolerieren wir auf jeden Fall. Es ist nur, dass ohne Eve wäre das Thema Lego wahrscheinlich bei uns nicht so präsent in der Band. Und ich finde, dass ich gerade heutzutage, wo sich Bands nicht so sehr trauen, einfach mal Lego anzusprechen und zu sagen, ja, wir haben es alle mal gespielt, klar, wir haben alle unsere Vergangenheit, wir haben alle mal in Bands gespielt, in denen Lego gebaut wurde. Und Eve sagt einfach, ich baue's ziemlich gern. Ja? Dass er so viel Bart hat, liegt daran, dass er eigentlich sehr viel Haare auf dem Kopf hatte. Und dann hat er irgendwann zu unserer neuen EP so viel geheadbangt, weil die Riffs so, und dann sind die alle so fupp, einfach nach unten gefallen, die Haare. Finde ich nicht schlimm, ich finde, das macht das Gesicht, also ich sag mal so, der Herr kann's tragen, ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Aufnahme. Eve ist großer Michel-Fan und der Michel, der trinkt ziemlich gern. Das ist ja auch okay. Aber ich sag mal so, im Zeltlager, da übertreibt es schon ein bisschen dann mit dem Trinken auch. Aber ich meine, solange es nicht sein Schlagzeugspiel beeinträchtigt, würde ich doch nichts gegen sagen, glaube ich. Weil im Endeffekt kommt es nur darauf an, dass wir alle Spaß haben, ja? Wir machen die Musik ja, weil es uns Spaß macht. Und wenn Michel Spaß hat, betrunken im Zeltlager Schlagzeug zu spielen, dann würde ich ihm das auch nicht absprechen wollen. Es gibt wenig über den Michel zu sagen, ja? Außer, dass er sau viel trinkt. Das ist ganz schön traurig. Aber das stimmt so auch nicht ganz. Weil der hat auch schon mal Orientierungslauf gemacht, der Michel, ja? Und das, obwohl er nur 3 Stunden geschlafen hat und ultra viel Restalkohol hatte und ist trotzdem mit 1 Stunde Abstand noch Erster geworden beim Orientierungslauf in Kleinwinternheim. Beachtlich. Und daran merkt man auch, er hat jetzt heute alle Lieder in einem Tag eingetrommelt und das merkt man auch, die Kondition, die man so durch Kampftrinken und Orientierungslauf aufbaut, überträgt es natürlich auch im Hardcore sofort auf eine schnelle Double Bass. Weißt du, wo andere Drummer sagen, nee, bitte jetzt mal eine Pause oder vielleicht haben wir ja morgen noch mal im Studio Zeit, da sagt der Michel, nein, wer trinken kann, kann auch trommeln. Hardcore ist sehr, sehr wichtig. Hardcore beinhaltet auch Saufen, Rauchen, auf jeden Fall Frauen, Vögeln und auf jeden Fall so viele Drogen nehmen wie möglich. Egal was es ist, egal ob es Shit ist, ob es Marihuana ist, ob es MDMA, sonst was. Hauptsache reinende Körper, du liebst nur einmal. Ja? Von daher, Abfahrt. Der Michel, der nimmt heute auf. Trinkt schon sein erstes Bier, ansonsten wird das nichts heute. Das erste von vielen. Ich mag den Michel. Er kann ganz gut Schlagzeug spielen, aber kann nicht blasen. Das ist auch nicht so wichtig für Hardcore. Dann gibt es ja noch den Christian Schüle, das ist der unzuverlässigste Mensch auf der Welt, glaube ich. Ich hoffe, man erkennt mich nicht. Das ist anonym, gell, das Video, oder? Der Schüle dagegen. Klar, ich könnte jetzt ansprechen auf Serviettenfalten oder darauf, dass der Schüler sein Abi abgebrochen hat oder dass er es sich geschafft hat, innerhalb von 15 Minuten im Urlaub sich den kompletten Arm aufzuritzen, weil er zu dumm ist, um durchs Zimmer zu laufen und an einem scheiß Bett hängen bleibt. Ne? Klar, ich könnte sagen, dass er hier 300 Kilometer nach Italien gefahren ist mal oder sonst irgendwelche Sachen, aber das wäre einfach nicht der Schüler. Das sind Facetten von ihm, aber ich finde, das wäre unfair, nur auf so Sachen anzusprechen oder darauf, dass er mal wegen Haaren im Siphon eine Beziehung beendet hat. Das fände ich unfair. Ist vielleicht auch jetzt zu persönlich, ja. Das sollte man wahrscheinlich auch nicht veröffentlichen in einem Videotagebuch oder sowas. Darum sage ich einfach, der Schüle,
also ich sag mal so, wenn ich in den Hessischen Hof gehe, in Frankfurt, und mir mein 12-Euro-Wasser bestelle, dann ist der Schüle wirklich mein allerliebster Lieblingskellner. Ja, ich habe auf jeden Fall so viele Serviettfalltechniken auswendig gelernt und kann jetzt auf jeden Fall so viele verschiedene Sachen. Und auf jeden Fall prüfen die auch, wie unglaublich wunderschön du eine Serviette falten kannst. Ja. Das ist das Wichtigste. Nach meiner Ausbildung, die ich in 1,5 Monaten beendet habe, werde ich auf jeden Fall auch Servettenfalten auf Arzt studieren. Ja, und ihr wisst ja, dass einer meiner besten Freunde, der Lux, hat ja den Hardcore erfunden, sozusagen. Damals mit Freddy Madball. Ja, und langsam wird's langweilig. Ne? Die ganzen Hipster entdecken jetzt Hardcore. Müssen wir mal was anderes erfinden jetzt. Deswegen nehmen wir jetzt wieder eine Platte auf. Und das ist halt auch diese Menschenfreundlichkeit, die überträgt es halt auch gut in unsere Musik und in den Hardcore, weil beim Hardcore, da geht es darum, immer sehr nett zu allen anderen zu sein. Vor allem zu Polizisten. Denn die haben ja auch einen schweren Job, sagen wir mal so. Im Grunde sind Polizisten die besten Hardcore-Menschen, weil die haben Ideale und wollen nur das Gute. Polizeigewalt ist manchmal notwendig, genau wie Beatdown. Das ist ja auch Hardcore irgendwie. Ja, also ich sag mal, Polizeigewalt ist schon geil und auch ziemlich notwendig. Sind wir mal ganz offen, ja. Also was man halt bei Polizei immer, das ist natürlich, denkt man sofort an Jens, weil Rüsselsheim, Schüsse fallen. Ja? Wer kennt das nicht, das Zitat von Haftbefehl? Das ist ein hartes Pflaster und ich finde es gut, dass wir... Das Hardcore es geschafft hat, Jens aus dieser misslichen Lage rauszuziehen, das ist einfach. Also die Zustände, wenn man in Rüsselsheim ankommt, das ist heftig. Und einfach zu sehen, dass so ein perspektivloser Jugendlicher ohne Zukunft dann in der Hardcore-Szene aufgefangen wird, das rührt mich. Das ist so schön. Einfach, dass so eine Musikrichtung, die so gerne so viel mehr wäre als nur Musik, ja, und immer bedeutungsschwanger irgendwelche Ideen hat, dass die Leute auffangen kann, das ist so toll. Und das finde ich gut, dass Jens es da geschafft hat, mit seiner extremen sozialen Engagiertheit und seinem politischen Interesse, sich im Hardcore da zu finden. Ja, der Jens, der ruft mich nachts um 12 an und will, dass ich mit ihm ins Velvet gehe, ja, ihr hält's alle ins Velvet in Frankfurt, ja, auf Techno feiern, ja. Ich wäre sauber mitgekommen, ja. Und dann gibt's noch diesen Jens, der ist eigentlich so der Kopf des Ganzen, ja, der Capo, der Anführer. Ja, der kümmert sich um alles und es läuft auf jeden Fall. Ja, der Hardcore. Ey, Hardcore heißt auch mal 375.000 Euro verdienen in der Woche. Ey, Rain Rooney, ja. Oh, eine Band, die nennen wir Seemannsknoten. Mhm. Das klingt mehr so nach Black Metal, ne? Seemannsknoten oder noch so Indie-Deutschrock. Indie-Deutschrock, ja. Auf jeden Fall ganz viel Schifffahrt drin. Ja. Wenn man so Melodic Hardcore machen will, dann muss man auch erstmal 10 Jahre auf der Gorch Fock gedient haben. Das und ganz viel Heim- oder Fernweh haben. Ja, genau. Ganz viel davon. Ja. Haben wir nicht. Hardcore ist für mich mindestens 1000 Instagram-Follower zu haben. Hardcore ist für mich einfach mal abschalten und die Seele baumeln lassen. Ja, einfach mal relaxen. Auch mal einfach mal 3 Grade sein lassen. 7 Grade sein lassen. Hardcore ist aber auch Jogginghose und Air Max. Hardcore ist Leuten in die Fresse treten, bis der Krankenwagen kommt. Hardcore ist für mich ein Crowdkill auch mal auszupacken, wo niemand damit rechnet. Ja, Hardcore ist für mich auch einfach mal in die Leute reindreschen. So. Gerade die keinen Bock haben. Muss man nämlich animieren durch Schläge. ihr müsst alle einen besten Kumpel haben, der Tattoos sticht. Und immer auf Shows gehen. Shows sind wichtig. Shows sind ganz wichtig beim Hardcore. Wir sind mittlerweile schon so Hardcore, wir spielen keine Shows mehr, aber das ist was anderes. Hardcore ist für mich auch einfach mal eine Pfandflasche wegschmeißen. Ja, ich schließe mich da gerne dem Ephraim an. Hardcore heißt auf jeden Fall sau vielen unschuldigen Menschen auf die Fresse hauen. Ne? Und die Musik hat auf jeden Fall überhaupt nichts zu bedeuten. Ne? Das ist für alle die nichts Besseres können und nur rumschreien und auf der Gitarre rumschreddern. Und ein bisschen Chord spielen. So. Das ist Jens Ding, der kann das ganz besonders gut. Hardcore. Jens hat die 3 Hardcore-Riffs erfunden, die es gibt. Ja, das ist meine Meinung. Hardcore ist für mich auch mal Urlaub auf Mallorca machen. Ja. Hardcore ist für mich, sich die Finger zu tätowieren mit 17. Spätestens. Und nicht die Eltern fragen.
Aber sonst ist er ein sehr liebenswürdiger Kerl. Ich würde gerne nochmal seinen Hoden auf einem Goldtablett irgendwo einer Frau servieren. Hardcore ist für mich Kernseif. Hardcore ist für mich alle 3 Tage mal vielleicht Dusche. Ich habe jetzt 5 Tage lang nicht arbeiten müssen. Deswegen habe ich 5 Tage Bart. Morgen habe ich 6 Tage, 5,5 Tage Bart. Dann möchte ich wieder rasieren. Das ist schade. Hardcore ist für mich auch einfach mal falsch rum in die Einbahnstraße reinzufahren. Hardcore ist für mich Traube im Supermarkt kaufen und im Netz zu warten. Hardcore ist für mich Bruderschaft ohne Ficky. Oder mit. Hallo, Hardcore. Fassner. Ja, aber dann Schwanz. Pack mal die Kugel aus. Hardcore ist für mich angezogen bleiben. Hardcore ist für mich auch vom Beckenrand springen. Viel trinken, viel Geld beim Merchstand lassen. Viele politische Ansagen auf der Bühne, viele Facebook-Likes, viel um Facebook-Likes betteln und bei Contests mitmachen. Hardcore ist für mich auch mit Vollmond reden. Hardcore ist für mich Lebensgefühl. 3 Meter Tunnels und 2 Jahre später sich die Ohren zunähen lassen. Also wer nicht viel wichtiger ist, was ist nicht Hardcore? Hardcore ist jeder, der dem seinen Hals noch zutätowiert ist. Hardcore, also jemand, der noch keine Crowd gekillt hat, hat im Hardcore nichts verloren. Richtig. Schlechte Texte auf Shirts drucken, die dann für teuer Geld verkaufen. Hardcore, ne? Erlebt. In uns. Hardcore ist für mich auch Mesh-Shorts im Winter, im Skiurlaub. Ja. Aber von Deezernuts. Ja. Oder Caliban oder so. Und Turnschuhe. In bunten Farben. Batik-Shirts. Camo-Shorts. Batik-Camo-Shorts. Gebartigte Camo-Turnschuhe. Mit Kinderhänden. Von veganen Kinderhänden geleimt. Hardcore ist für mich manchmal auch Shit abfacken. Nur manchmal, ne? Und Hardcore ist für mich auch ein Headwalk über die Security zu machen. So. I don't give a fuck. Hardcore ist für mich auch auf so ein kleines Jugendhauskonzert gehen und die Bands, die eh kein Geld haben, trotzdem noch 100 zu handeln. So, kannst du mal ein T-Shirt für 6 Euro machen. Das ist für mich Hardcore. Hardcore ist für mich Fall Brawl. Sonst nichts. Hardcore ist für mich auch mal Freigetränke. Ja, und Scheiß. Hardcore ist für mich auch bloß kein Eintritt bezahlt. Überall Gästeliste. Wenn es keine Gästeliste gibt, Pech, geh ich halt nicht hin. Nee. Hardcore ist für mich erst Gästeliste schnorren und dann gar nicht hingehen. Hardcore ist für mich auch Tattoo-Model sein. Ja, Tattoo-Model sein. Hardcore ist für mich aber nur Tattoo-Model sein, wenn das Tattoo-Model auch einen Instagram-Account hat. Ja. Jetzt guck mal nach in die Ecke oben und sag Black Metal. Black Metal. Sehr schön. Das kommt am Ende des Musikvideos. Ich bin der Emil, ich produziere eure Platte. Falsifier heißt die, ist jetzt die 2. Du musst daran denken, immer in die Linse zu gucken und nicht mich. Emil, wie ist es so mit uns zu arbeiten? Anstrengend, aber wunderschön. Und willst du noch irgendwas loswerden, was die Welt hören muss? Nee, eigentlich nicht. Polizeibrutalität ist geil und notwendig. Und dafür stehe ich mit meinem Namen.